Jetzt, Achtung! So, hallo. Ja, der Kunde hat Motorrad angeliefert, ist neu beledert worden, neu betätigt worden. Aber das muss man aufpassen, wenn das jemand macht. Weil hier ist zu viel Material drauf. Und wenn man die Nase ummacht hinten, umdreht, ich kann den Hebel nicht drauf machen. Hier. Hier kriegt das zu wenig raus. Also. Wie bist du, der steht dann über? Der steht jetzt über. Ist das Original Armaturenbrett hier? Da schließt es ab. Das ist jetzt schon ausgebaut. Da haben wir jetzt ein Problem. Kann man die Trägerplatte hinten wegmachen, das Holz direkt da drauf kleben, aber das ist ja auch mehr oder weniger Pfusch, das ist also nicht ideal. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Ist alles recht und schön, gell, aber. Jetzt gucken wir mal geschwind. Da haben wir eine Lieferung, ein Armaturenbrett vom Herrn Müller. Von der Nähe von der Firma Niemüller bekommen. Das ist also beleidert und mit Kunstleder bespannt. Und das andere ist frisch gerichtet. Schön, sehr schöner Wagen da. Ich hab das zusammengebracht. Nee, ich hab da mal überlegt. Aber da können wir jetzt nicht googeln, das machen wir dann anders mal. Der ist hoch. Das haben wir drüber gehört, gucken wir anders, aber das haben wir ja schon angeschaut. Der Hebel ist auf jeden Fall da drauf. Das sehe ich. Also da geht er drauf und das ist frisch gerichtet, das ist frisch gemacht worden, das haben wir drüber gehört, frisch bezogen, aber mit allem. Nicht nur überklebt. Das funktioniert. So. Also, am Rande. So, hallo, jetzt haben wir Samstagabend, 5 Minuten nach 6. Ich muss mich jetzt bloß geschwind beeilen, weil ich muss heim. Heute Abend wird ausgegangen und will dann spät kommen. Und dann war auch ich geschuldet. So, da haben wir den 300er, der läuft jetzt fast wieder. Sehr schöner Wagen. Dann haben wir einen ganz speziellen Wagen. Das der, haben wir ja schon gezeigt, der schöne 123er. Die Klimaschläuche, ich weiß nicht, haben wir schon gezeigt, die sind jetzt umgeändert, wieder eingebaut. Da vorne ist auch alles schön drin. Also die Klima ist nachgerüstet. Sehr netter Mensch. Das sämtliche Sachen nachrüsten und einbauen. Das ist dem sein Hobby. So. Jetzt hat ein Mengentaler unten als gummirissig. Das hat er jetzt noch eins besorgen können. Das Armaturenbrett ist jetzt mit Leder überzogen. Ganz schlecht ist es nicht, aber auch nicht ganz gut. Vorne hat es ziemlich gespannt. Da sieht man auch noch, wie das jetzt krumm ist, die Lüfterdüse. Sitzheizung hat man dann auch nachgerichtet. Die Spirale, Heizmatte sind noch nicht drin. Da hat man dann auch Halter. Da ist es nicht drin, aber da ist glaube ich drin, wenn sie mal drinnen gucken will. Nee, wo ist denn? Das wird unter den Sitz geschraubt. Das liegt jetzt irgendwo. Da ist eins davor. Da haben wir Halter auch fertig, dass man es da in den Sitz nachschrauben kann, da wird es nachgeschraubt. Miriam hat die Schalter schon alle betätigt gehabt. Was hat sie sie wieder rausgezogen? Die gehen schön Relais schaltet. Der hat auch Umluft bekommen. Der hat extra noch eine Zusatzleitung legen müssen, dass der Lüftermotor nicht läuft, wenn man Umluft anschaltet. Also sind schon lauter
Sache Kabelbäume und so weiter angefertigt wurde, also der 123er mit Umluftschalter. So, und die Heizung, das ist alles geprüft, der Wärmetauscher, das war alles ausgebaut, das habe ich ja schon mal gesehen. Also, was kann man noch sagen? Ich muss mich kurz fassen, vielleicht mal anders mal, das Auto habe ich, dieses Auto habe ich, glaube circa 20 Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau, ist jetzt gerade nicht ganz im Kopf, aber ungefähr 20 Jahre so plus minus, habe ich das angekauft, geht von meinem älteren Herr, der hat bei SWF geschafft und der hat schon viel nachgerüstet gehabt, Fensterheber und so, und das war auch ein Bedenken, also das Auto war immer recht guter Zustand und dann habe ich das Auto gefahren, selber, ich habe es zugelassen, weil mir so gut gefallen hat, dann kam jemand und irgendwie, und dann hat man es halt dann verkauft. Wo ich auch mit dem Auto gefahren bin, vor circa 20 Jahren, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, hat ein Freund, hat frei zum Stammtisch, der Freund, der eine, sag mal, kannst du kein neues Auto leisten? Hat er zu mir gesagt, so als Ding da. Tja, jetzt muss ich mir ins Telefon, ganz ehrlich, meine Frau, also, Achtung. So, jetzt brennt es, also ist alles noch entspannt daheim, aber ich muss jetzt gleich Schluss machen, weil er hat auch dort ausgegangen und da muss man pünktlich ausgehen, weil man darf nicht zu spät ausgehen. Dann kann man auch wieder zeitig heimgehen und ausschlafen. Mal sehen. Auf jeden Fall vor das Auto prima, habe ich es einem netten Menschen verkauft und der hat es auch sehr gut geschont und der jetzige Besitzer hat es dem abgekauft. Also da steht jetzt mein Name im Brief bei dem Auto vor längerer Zeit und ja, und der möchte jetzt halt jetzt alles Mögliche eingebaut haben, erweitert haben, gerichtet haben. Motorraum, Motorraumthema, die haben wir auch. Ich muss ja schön Colorverglasung einbauen. Also, das ist schon eine ganz schöne Stange, gell. Ist der investiert, also der geht in die Folie, gell. Wie gesagt, der Mann mit dem Softblauen, der muss da jetzt noch ein bisschen Gas geben. Weil das ist jetzt, der ist jetzt ganz weit vorne. Ich möchte natürlich die Kunden nicht gegeneinander aufhetzen, das macht man nicht. Das ist ja dann echt wie im Stammtisch. Jeder hat ein, was weiß ich, ein größeres Auto. Das machen wir nicht. Ich ziehe die Leute ein bisschen auf damit. Ich habe denen zwei auch schon untereinander erzählt von denen zwei. Das sind ja schon echt zwei Spezialisten. Ich meine das aber eigentlich positiv. Ich meine das nicht schlimm. Das ist halt Hobby. Und da muss man halt akzeptieren. Also ich, für mich ist das kein Problem. Da sieht es dann halt im Kofferraum so aus. Das sind jetzt auch die Abdeckungen, aber das sind noch viel mehr Teile da. Das hat ja alles sauber eingepackt, gell? Und beschriftet und besorgt, gell? Also das ist schön. Also alles doppelt und dreifach. Das ist kaputt hier. Sicherheitshalber an den Keilriemen. Also das ist wenig Stück. Originalverpackungen. Sie wissen ja, ein Zeichen alleine reicht nicht. Manchmal gibt es oder braucht einer so einer wie ich, der braucht mehrere Zeichen. Weil bloß ein Euro von daheim, dann nicht, dann muss ja auch noch der Akku ausgehen und dann möchte man wissen, was sonst schon alles passiert. Ich muss jetzt echt schon gehen, aber ich will Ihnen gerade ganz kurz noch den Samstag voll zeigen, weil am Montag sieht wieder, alter Bekannter, sieht wieder alles ganz anders aus. Ganz anders. Der volle Einsatz, gell. Alles für den Club, alles für den. Der könnte mich davon trennen, das ist ein 600er, der gehört mir. Der 600er fährt gut. Kennen wir schon. Heute scheint die Sonne. Ist alles auch fertig, kann abgeholt werden. Taxi kennen wir auch schon. Der war schon drin, hat er jetzt nochmal rausgemisst zum Abschmieren von dem anderen 300er. Er kommt am Montag wieder rein. Der ist jetzt konserviert und noch versaut. Den wir, weiß nicht, ob wir das gefilmt haben. Der schöne Wagen ist jetzt auch fertig. Da gibt es gerade keine Spurstange dafür, das ist Mangelware, die Vorder. Da haben wir ja schon mal gerade, was falsch ist.
Der Gelb ist auch fast fertig. So, aber hinters Haus. Hinters Haus gehen wir jetzt nicht mehr. Da gehen wir jetzt nicht mehr. Und die Blechnerei gehen wir jetzt auch nicht mehr. Die ist auch voll, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Also einen schönen Feierabend. Oder einen schönen Sonntag. Oder sonst, je nachdem, wie es gerade läuft. Dankeschön.